So, guten Morgen. Ich hatte gerade den schönsten, längsten und wahrscheinlich auch kältesten Morgenlauf meines Lebens. Ich bin gerade 20 Kilometer gelaufen. Mit einem negativen Split. Also hinten raus schneller oder die zweite Hälfte schneller als die erste. Und ich bin schon um 7:30 losgelaufen, was für mich sehr, sehr früh ist. Ja, es war wirklich schön. Und halt aufgrund dessen halt dachte ich mir, dass ich heute mal die Gelegenheit nutze und anfange, das Ganze ein bisschen zu dokumentieren, diesen Werdegang, den ich mache. Denn halt, was ich halt mache mit dem Laufen im Moment, ist einfach herauszufinden, wo mein Körper eigentlich die Grenze hat, was ich eigentlich so machen kann, weil ich denke, es wäre ein bisschen schade, wenn ich mein Leben leben würde, ohne zu erfahren, wo diese Grenze ist. Ich würde mich einfach später sehr ärgern und man wird ja auch nicht jünger von Tag zu Tag. Und meine Leidenschaft ist Laufen und entsprechend will ich das einfach nutzen. Und mein Ziel ist, das so ein bisschen zu dokumentieren hier, auch für andere vielleicht als Inspiration, einen ähnlichen Werdegang zu nehmen und auch selber herauszufinden, wo ihre Grenzen liegen. Und genau, und meine Grenze habe ich heute Morgen ein bisschen überschritten. Auf einem guten Wege, im Sinne von früh aufgestanden. Die Straßen waren noch leer und trotzdem einen richtig guten Lauf gehabt. Im 4:30er Tempo, das ist gut. Und genau, ich werde mit Sicherheit in Zukunft noch meinen Werdegang und meine Ziele vor allem nochmal genauer aufschlüsseln, wo es eigentlich hingehen soll damit. Und genau, das wird alles noch später kommen und mit Sicherheit auch ein paar Mal ein bisschen mehr in Action, als jetzt hier nur sitzen vor der Kamera, schweißgebadet. Und mit Sicherheit auch später mal ein paar Tipps und Erfahrungen und Sachen, die ich gelernt habe in dieser Zeit. Ich mache das jetzt seit ungefähr einem Jahr, seit ziemlich genau einem Jahr, sehr intensiv. Das heißt, ungefähr fünfmal die Woche oder mindestens fünfmal die Woche laufen. Abgesehen von zwei kleinen Verletzungspausen. Manchmal auch siebenmal die Woche, manchmal 100 Kilometer, manchmal nur 50. Und genau, und so soll es auch weitergehen. Im besten Falle noch ein paar mehr Kilometer, ein bisschen schneller. Wir gucken mal, was ist. Aber jetzt geht es erstmal darum, aufzubauen, jetzt im Winter sich nicht zu verletzen, trotzdem ein bisschen an Technik und Geschwindigkeit zu bekommen und vor allem die Ausdauer zu erhöhen. Deswegen heute der lange Lauf. Gut, ich hoffe, ihr werdet auch in nächster Zeit mal wieder einen langen Lauf am Morgen machen. Ich werde jetzt erstmal frühstücken und duschen und dann geht's ab in den Tag. Ich danke euch und bis später. So, nach meiner recht emotionalen Aufnahme heute Morgen direkt nach dem Lauf, da war ich wahrscheinlich einfach noch pumped, halt dachte ich, dass ich vielleicht nochmal ein bisschen Value geben kann. Nochmal ein bisschen was fokussiert thematisch irgendwie geben kann. Und ich dachte mir, wir sollen nicht einfach mal über das Thema Morgenläufe reden. Weil offensichtlich hatte ich ja heute einen sehr guten Morgenlauf und habe mich gefragt, wieso das eigentlich so war. Weil ich hatte in der Vergangenheit immer Schwierigkeiten, früh morgens zu laufen. Ich hatte in der Regel, also ich war halt müde früh morgens natürlich und kam halt sehr schwer irgendwie zum Starten in dem Lauf. Und hatte nach ungefähr 2 Kilometern wurde mir meist so schwarz vor Augen. Also halt so, dass ich, ja, halt so, dass mir irgendwie das Blut gefehlt hat im Kopf. Und halt deswegen hat mir das immer nie so richtig Spaß gemacht. Ich konnte eigentlich nie wirklich flott laufen, weil mir immer schwarz vor Augen wurde. Und deswegen war das so ein bisschen halt so vergoldene Zeit. War ganz nett, auch früh morgens halt laufen zu gehen, aber ich konnte auch nie lange Distanzen oder so machen. Das heißt, ich habe meist nur so 7 bis 8 Kilometer gemacht.
Und genau, ich habe mich gefragt, okay, was habe ich gestern eigentlich anders gemacht oder heute Morgen, was diesen Unterschied bewirkt hat. Und ich habe mal kurz überlegt, also was ich jetzt seit ein paar Tagen mache, ist viel, viel Gemüse essen und hole mir dadurch halt viele Makronährstoffe. Und ich hab halt gestern Abend 1 Liter von so einem Gemüsesaft getrunken und vielleicht hat das geholfen, dass ich morgens einfach alle Minerale, die ich brauchte, hatte und auch gut hydriert war. Ich habe auch halt viel Wasser getrunken davor. Ich denke, dass das ein großer Faktor war. Ich habe ein bisschen ein paar Haferflocken gegessen, nicht viele, aber hat so eine ganz kleine Schüssel mit Hafermilch zusammen. Und vor allem, ich hatte auch einfach richtig, richtig Bock auf diesen Lauf. Ich wusste, dass das wichtig ist, dass es eine wichtige Einheit ist, dass ich da irgendwie Bock drauf hat, dass mich die weiterbringt. Und ich glaube, dass das auch ein entscheidender Faktor war. Genau, halt das einfach mal zu meiner heutigen Erfahrung. Mal gucken, wie es das nächste Mal ist. Ich werde es versuchen, dieselben Bestandteile zu nehmen. Ach, und ich habe natürlich einen Kaffee getrunken, früh morgens direkt danach. Direkt nach dem Aufstehen. Genau. Aber erzählt ihr vielleicht auch, wie es bei euch bei den Morgenläufen geht, was ihr so für Best Practices habt, um schon eine gute, harte Einheit am Morgen zu machen. Direkt nach dem Aufstehen, und direkt nach dem Aufstehen meine ich bis zu einer halben Stunde nach dem Aufstehen, dann loslaufen. Genau, funktioniert es bei euch, funktioniert es bei euch nicht? Seid ihr eine Morgenperson, seid ihr nicht? Halt, welche Geschichten erzählt ihr euch, damit es früh morgens klappt? Welche Nährstoffe nehmt ihr? Wie viel Wasser nehmt ihr? Was esst ihr? Genau, ich würde ganz gerne noch ein bisschen mehr lernen, um da ein bisschen mehr Stabilität reinzubekommen und dann auch einfach sehr stabil zweimal am Tag laufen zu können. Gut, soweit fürs heute erstmal und bis bald.